Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz besonders einfach. Heute geht es mal um die Frage, wie genau funktioniert eigentlich Fernwärme? Fernwärme fängt schlussendlich bei einem Heizkraftwerk an. Das ist also ganz klassisch so, dass es dort eine Brennkammer gibt und in dieser wird ein Brennstoff verbrannt. Dadurch entsteht Hitze und über einen Wärmetauscher wird jetzt diese Hitze an einen weiteren Kreislauf abgegeben. Der Kreislauf, das sind die Fernwärmeleitungen, die ihr im Stadtbild sehen könnt. Da drin ist eine Flüssigkeit oder ein Gasgemisch, das also schlussendlich mal Wasser war mit verschiedenen Zusatzstoffen, damit sich dieses Wasser genau so verhält, wie es eben sein soll, damit es immer den gleichen Zustand praktisch hat. Und dieses Wasser wird jetzt besonders heiß. Wie heiß es wird, das kommt so ein bisschen darauf an, wie lang diese Leitungen jetzt sind, also wie weit die Wärme noch verteilt werden muss. Und weil sie auch immer mal abgegeben wird an die verschiedenen Haushalte, muss man eben von vornherein berechnen, wie heiß muss eigentlich der Ausgangspunkt sein, damit ich auch den allerletzten Kunden noch erreichen kann und auch den noch gleichwertig beheizen kann. Sollte man eine richtig große Stadt versorgen wollen, dann muss man natürlich im Stadtbild immer mal wieder weitere, ich sag mal, Hitzestationen dazwischen bauen. Das könnten zum Beispiel Blockheizkraftwerke sein, die einfach nochmal eine gewisse Wärme dazugeben und so das gesamte Netz auf einer gewissen Grundwärme halten. Jetzt ist es so, dass man also als Haushalt an dieses Wärmenetz angeschlossen wird und jetzt hat man eben auch über einen Wärmetauscher die Hitze in seinem eigenen Wärmesystem, in seiner eigenen Heizung, in seinem eigenen Warmwasserkreislauf. Und so funktioniert das Grundprinzip von Fernwärme. Ein Kraftwerk, ein Wärmetauscher, die Leitung, ein weiterer Wärmetauscher, der Haushalt. Jetzt ist es aber so, wie ich ja gerade gesagt habe, man wird angeschlossen an diese Leitungen. Und lustigerweise gibt es in Deutschland eine Anschlusspflicht an das Fernwärmenetz, wenn es denn dort gebaut wird oder gebaut wurde, wo man jetzt sein Haus errichtet. Das heißt, man hat nicht wirklich die Wahl, dann zu sagen, nö, ich möchte mich lieber mit Gas beheizen lassen oder mit Solarthermie oder was auch immer, sondern nein, ich muss mich jetzt anschließen lassen an das Fernwärmenetz. Es gibt da in Deutschland eine Anschlusspflicht, wenn das Fernwärmenetz vor Ort vor dem eigenen Haushalt gelegt wurde. Darüber hinaus gibt es jetzt dort ein ganz natürliches Monopol, weil es ist ja natürlich einmal die Leitung, die da von dem Kraftwerk kommt. Da kann ja jetzt nicht einfach irgendein anderer Wettbewerber dran. Das heißt, ich bin automatisch beim Betreiber dieses Fernwärmenetzes. Ich habe eine Anschlusspflicht und dann bin ich in einem Monopol durch diesen Fernwärmebetreiber. Darüber hinaus ist es ein unregulierter Markt. Es ist also gar nicht zu vergleichen mit Strom und Gas. Und das bedeutet unter anderem, dass es eben, wie gesagt, keinen Wettbewerb gibt, dass es aber auch keine Preisprüfungen gibt oder keine Preisfreigaben gibt, wie es ja in Strom- und Gasbereich normal ist. Da werden über die Bundesnetzagentur verschiedenste Aspekte der Endkundenpreise freigegeben, geprüft und freigegeben. Im Wärmebereich ist das nicht so. Das heißt, es gibt da nicht nur keine Übersicht darüber, ob die Preise sich vielleicht gerade wirklich erheblich erhöhen und es vielleicht auch unfair ist. Die Preisberechnungsmöglichkeiten sind für den Endkunden im Regelfall auch gar nicht durchschaubar. Das heißt, es gibt da meistens eine Zusammenwürfelung von Grundpreisen, Arbeitspreisen, Leistungspreisen und Messpreisen nach Formeln, die ein normaler Mensch und auch ich als Energiewirtschaftler nur ganz schwer durchschauen kann. Und deswegen gibt es von den Verbraucherschutzbehörden wirklich schon seit einiger Zeit ziemlich starke Maßnahmen dort und wirklich ganz dringend daran, etwas zu ändern. Immerhin gibt es in ersten Bundesländern jetzt Vorgaben für Transparenz, denn auch in der Vergangenheit mussten die Preise, die angewendet werden, nicht mal im Internet veröffentlicht werden. Jetzt gibt es erste Transparenzvorgaben, dass die Preise öffentlich sein müssen, dass auch der Mix der Brennstoffe öffentlich sein muss, also wie viel Kohleanteil, wie viel Gasanteil und so weiter wurde in den Kraftwerken verwendet und verschiedene andere Aspekte, die zumindest schon mal erinnern an einen halbwegs regulierten Markt, wie wir ihn ja auch bei Strom und Gas kennen würden. Wie ist es mit euch? Habt ihr irgendwelche Fragen zur Fernwärme? Seid ihr selbst Fernwärmekunde? Und welche Vertragslaufzeiten habt ihr? Weil klassischerweise dort auch gerne mal Vertragslaufzeiten von über 10 Jahren angesetzt wurden. Und das ist auch nicht unbedingt so toll. Und selbst nach Ablauf der Vertragslaufzeit hatte man keine Chance zu kündigen, weil man hatte ja weiterhin die Anschlusspflicht. Also, wie ist das so bei euch? Schreibt das mal in die Kommentare. Ansonsten gebt diesem Video bitte ein Like und abonniert den Kanal. Und hier sind noch 2 weitere Videos, die euch rund um den Wärmemarkt und die Energiewirtschaft weiterbilden. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.